Herzlich willkommen bei Captain Zell und dem nächsten großen Case Opening 50 Waffenkisten 2 mit dabei der Daryl aka Patrick, Intro aka Alex, Frenzy aka Matthias und Matt aka Nico. Alle Smates, mit denen ich mir schön zusammen Matchmaking zocke, und die sind jetzt mit dabei bei dem Super Case Opening. Und ich von vornherein will euch jetzt erstmal schön bedanken bei den Leuten, die mir groß, fett, dick donated haben. Und ganz oben fange ich damit an mit dem Wack mit 3 Keys, 3 Skins und 6 Kisten. Damit für recht herzlichen Dank vorne. Die Keys haben mir sehr weitergeholfen. Genauso wie dem Indie-Lead. Ja, mit einem Key 5 Skins. Davon waren übrigens 5 Koppelskins. Dafür auch nochmal super herzlichen Dank, weil ich gerade auch Koppelskins super sammle und 15 Kisten. An euch beide gehen übrigens eine P250. Muss ich gerade nochmal gucken hier. P250. Nur für euch. An euch raus. Und zwar hier die P250 Franklin gehen an euch raus. Wie ja schon gesagt, Leute, die Top-Donaten bekommen auch dementsprechend was zurück. Und ich habe einmal einen noch zufällig rausgesucht. Und das ist der Fabian an 11. Stelle, wie ihr sehen könnt auf der linken Seite. Den ich zufällig ausgewählt habe aus allen Donatern, die überhaupt donated haben. Der bekommt ebenfalls auch eine P250 Franklin von mir donated. An euch bitte ich mal, mir über YouTube, über die privaten Nachrichten, mir einen Steam-Thread-Link zu schicken, damit ich euch da dementsprechend das rüber donaten kann. Wichtig ist halt eben, dass ihr eure Originale haben nach. Ich werde das auch nachprüfen. Leute, die versuchen zu scammen oder so dergleichen und da einfach jetzt was abzugreifen, haben keine Chance. Das werde ich alles dementsprechend checken, und die, die es versuchen, werden von mir blockiert. So viel dazu. Und aber jetzt einfach nochmal durch die Liste gehen. Ich bedanke mich auch noch bei Harry Potter mit 69 fucking Kisten. 69 Kisten, zieht euch das mal rein, Jungs. Der hat mir 69 Kisten donated. Mega Hammer. Davon habe ich mit Sicherheit noch einige rumfliegen. HD Aim On Points, 46 Kisten. Proses Phil Hunter, 25 Kisten, Unifish, 1 Skin, das war eine CZ Auto Stat Track Twist und 4 Kisten, Phil 199, der mir generell mal regelmäßig was donatet, vielen Dank dir auch nochmal mit 4 Skins, 22 Kisten, davon waren übrigens auch 2 Koppelskins. Dazu mache ich auch nochmal eine extra Top-Donator-Liste, also wenn ihr mir da Koppelskins donatet, werde ich dann irgendwann mal da ein schönes Giveaway rausmachen, wenn ich dementsprechend da mein Road to Dragonlore vielleicht irgendwann mal erreicht haben sollte. Exodia, don't mess with me, auch nochmal vielen Dank an dich, an eine für die M4A1 Basilisk mit einer und ebenfalls eine Kiste. Kuibra 15 Kisten, davon waren 2 Chroma-Kisten. Water Rise 6 Skins, 5 Kisten. Fabian 5 Skins, 5 Kisten. Eine Sticker-Kapsel. Snoo 10 Kisten. German Fortress HD1 Skin 7 Kisten. Clone Time 8 Kisten, eine Chroma. Friedrich Karl 8 Kisten. German Beta Player 8 Kisten. Unique 5 Skins, eine Kiste. Captain Suck 3 Skins, 5 Kisten, davon ebenfalls eine Chroma. Black KK, Kike is Fly 3 Skins, davon ein Koppelskin. Fifi 3 Skins, Last Vicious Chan aka Jens 1 Skin, 2 Kisten. Joker 4 Skins und so weiter und so fort. Da kommen noch mehr, ich lese aber bis zum Ende mal vor. Plois 4 Kisten, Azuna 4 Kisten, Cyclop 3 Kisten, Counter-Striker 1 Kiste, 1 Skin. X-Fuck Yeah 2 Skins, Blue Black Eagle 2 Skins, In Your Face 1 Skin, eine Kiste, Adrian Germany 2 Kisten, Sasuke Ushida Germany 1 Skin, Meister Miko 1 Skin, Welltech 1 Skin, Brummel Got Too Much Swag 1 Skin, Sneok 2 Kisten, Katzen Jakulat 1 Kiste und Optik Keksbecken 1 Kiste. Also vielen lieben Dank an euch, ihr ermöglicht mir hier einiges zu machen und weiter dahin machen zu können. Das ist super cool. Und jetzt haben wir viel darüber geredet, wer mir alles was geschenkt hat. Ihr könnt das alles nochmal oben sehen, das sind die ganzen Top-Donator. Ich konnte auf der linken Seite nur bis zu 34 Leute eintragen, das heißt, die letzten konnte ich leider nicht mehr eintragen. Das inzwischen bedeutet das, ihr müsst einen gewissen Amount an Klamotten zwischen Donaten, um überhaupt in die Liste zu kommen, ist leider so, weil einfach nicht mehr Platz da ist. Gut, ja, jetzt zum interessanten Teil. Und wie gesagt, sonst genießt einfach eure Namen noch weiter. Wir machen jetzt auf und ich bin wirklich scharf auf was richtig Geiles. So. Standard. Jetzt erstmal Blue Skin. Der Rest hier traut sich schon gar nichts mehr zu sagen. So. Ihr seid alle noch in der Übertragung drin, oder? Frenzy, Alex? Nico? Keiner mehr da. Alle nicht mehr. Nee, da. Bei mir sieht man auch nichts. So. Ich bin jetzt aber auch wieder hier ganz normal drin, weiter aufgemacht. Deshalb Steam-Übertragung ist nicht das Beste. Momentan lacken wir da nicht so ran, wir sind P250 Hive. Blue Skin, was mich ehrlich gesagt nicht so besonders interessiert. Mich interessieren wirklich eher andere Sachen. Also, woran ich wirklich interessiert bin, ist eigentlich ein 5-7-Caser. Das ist so ein Skin. Alter, willst mich verarschen?
Seht ihr das? Nö. Uff. Ja. Hast du gerade gesehen, vor der P90 Cold Blood sind wir hängen geblieben. Ah. Also ein bisschen verzögert. Mega verzögert bei mir. Okay, ist ja okay, dann sage ich erstmal gar nichts. Ich mach einfach auf. Mehr Battles Get Scar ging auch gar nicht, oder? Heftig. Den Skin. Ah, ja. Oh, oh. Ah, ja. Den Skin finde ich übrigens nicht so super geil, muss ich ehrlich sagen. Aber da gibt es bessere Sachen. Ja. Aber deutlich. Es ist ein Pink Item. Also bei mir hängt es einfach nur. Ja, das ist halt eben, wenn man mal Steam ausprobiert mit der Übertragung, dass das halt eben nicht so gut ist. Deshalb bin ich ein Freund von TeamViewer, da kannst du dann, hast du es da halt eben dementsprechend. Oh, die finde ich geil, die USPS, die kannst du mir schenken. Ah, ja. Wollte immer auf USPS jetzt umsteigen, scheiß P2000. So. Also, ihr dürft euch nicht wundern, wenn ich keine sofortige Reaktion zeige, weil die anderen hängen da etwas hinterher. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Okay, du willst die, mich doch fucking gespannt. Verarschen! Die P250 Statrick ist auch nicht schlecht. Aber sie ist Hive. Oh. Zwischen zwei Case handeln. Alter, ist es so fucking verarsche, ne? Alter. Aber hey, Statrick. Also denkt immer dran, Leute, wenn ihr dann, wie gesagt, unter den Top-Donatern mit dabei seid, gibt's auch eine Kleinigkeit zurück und dann war die Case handeln wieder. Und Keys sind übrigens auch immer zu gebrauchen, deswegen könnt ihr mich am besten mit unterstützen. Ja, genau. Und ich hoffe jetzt einfach, dass da wirklich. Ich bin eigentlich wirklich auf Red Item bin ich scharf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin weniger auf dem Knife scharf. Knife ist Red Item. Der ist so zum Kotzen, ne? Das, was du immer am meisten willst, das ist einfach nicht. Jetzt ziehst du einfach ein Messer, Kai. Ja, ne, dann Messer und dann, oh Mann, ey. Nein, nein, nein. Jetzt bin ich richtig gespannt. Fuck you! Boah, ich bin so krass am Hinterherhängen, das geht gar nicht. Mach nichts, da freust du dich halt eben 30 Minuten später. Alter, ist der Tracking sad. Genau das, was man sich wünscht, Alter. Ohne Scheiß. Da wird man einfach getrollt. Ja, mit den Mates übrigens, wie ihr sehen könnt, haben wir es zusammen geschafft, dass wir jetzt so ein legendärer Adler auf Deutsch bin, Legendary Eagle. Ich werde demnächst auch nochmal ein paar über Google Plus ein paar Umfragen starten, ob ich das Spiel jetzt endgültig auf Englisch umstellen soll oder nicht, weil viele haben das jetzt schon in den Comments geschrieben und generell werde ich mal ein paar Umfragen starten, damit ihr einfach mal mit daran beteiligt seid und all den ganzen Käsehans laufen von euch. Alter. Und um dementsprechend so ein paar Einstellungen abzuändern und so weiter und ja, guckt einfach mal bei Google Plus mal bei mir vorbei. Da will ich einfach zukünftig auch mehr Umfragen starten, wo ihr ein bisschen mitbestimmen könnt, wo ihr ein bisschen was gucken könnt. Und, genau. Und ich ziehe ein super mega krasse Scheiße nach dem anderen. Das ist ja der helle Wahnsinn. Und, extreme Kugelfisch ist immer derjenige, der immer wieder neu zuschaut. Dann rubbelt das rote Item. Dann kriegst du es vielleicht. Ich probiere das dann nochmal was gehen. So. Ach Mann. Übrigens nicht wundern, ihr werdet immer dann unter den Beschreibungen werdet ihr ja so generell immer aufgeführt wegen den aktuellen All-Time-Usern, die gespendet haben. Und nur bei den großen Case-Openings. Also jetzt nicht bei den spontanen Case-Opening-Battles, da werdet ihr dann auch. Da werden halt eben keine Listen in dem Sinne so klassisch aufgeführt, wie ihr es halt eben dementsprechend kennt. So, und die Liste, die es halt eben jetzt auftaucht, ist halt eben die Liste vom letzten großen Case Opening. Nur damit ihr nochmal Bescheid wisst, dass da keine Rückfragen sind. Einige von den Keys, die ich übrigens schon donated habe, die hätte ich in der Vergangenheit zwischendurch schon mal eingesetzt, weil ich dann halt scharf auf ein paar
Kisten war, um die aufzumachen. Da konnte ich nicht zurückhalten, habe ich nicht aufgenommen. Aber wie gesagt, vielen Dank dann nochmal an die beiden WEC und Indie Leads, dass ihr mir weiter dementsprechend mit Keys unterstützt habt. Das ist mega awesome. So. Ja, what the fuck? What the fuck, ja! Yeah! Jetzt hast du uns aber gespoilert. Oh ja, war richtig. Pass auf, das ist bestimmt direkt nein. Oh, ach so. Ja, und ja, Alter, die Snatcher. Warte mal. Lass mich nachgucken. Ah, geil. Ist geil. Das ja. Ist halt richtig viel wert. Oh, Leute, ja, es ist. 70 Euro, ne? Was? 150 Euro? 70 Euro. Ja, geil. Wie, was ist die für eine Dings? Minimal. Aber ja, immerhin. 77 Euro. Alter, mega geil. Fabrik neu wert sich 180 Euro. Ja. Alter, mega geil. Das macht mich jetzt sowas von happy, ne? Ich wollte schon die ganze Zeit, ich wollte auch Z-Track haben. Alter, mega geil. Danke, 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 danke. Da rein, ne? Ja, ja, mega awesome, ey. Heftig. Alter, wir sind ja bescheiden, jetzt nur noch 5-7K Sand FM und dann bin ich zufrieden. FM's dead. Alter Schwede, wie geil. Also jetzt hat es für mich hat sich das persönliche Case-Opening schon gelohnt, auch wenn ich nach vielleicht mit Minus rausgehe, weil die Keys natürlich insgesamt mehr wert sind als alles, was ich an Skins rauskriege. Das ist mir persönlich scheißegal, ehrlich gesagt. Sagt mir mal, welche Kiste ich aufmachen soll. Außer die Waffenkiste 1 und die Bravo-Kiste, die mache ich nicht auf. Sucht mal eine aus. Mach mal die Bravo-Kiste auf. Also. Dritte Reihe. Das dritte. Okay. Ja, genau. Alter, wie geil. Wie geil. Jetzt habe ich jetzt genau das, was ich haben wollte. Insta-Track Minimal. Yes! Ach, bei mir kackt das immer ab hier, Mann. Ich würde mich ja gerne noch ein bisschen lautstarker freuen, aber ich glaube, die Nachbarn haben die Zeit ein bisschen was dagegen. Ach, meine Schwester hat mir auch noch eine Nachricht geschrieben, dass wir leise sein sollen. Ja, also das freut dich richtig. Alter, wie geil, wie geil, wie geil. Also, wie gesagt, der Captain ist fast schon so eine Garantie, lackt immer irgendwas bei dem Case Opening rein. Ist ja fast schon so, ist ja schon ein Gesetz eigentlich, ne, Nico? Also. Naja. Wann kommst du wieder vorbei zum Kisten aufmachen bei mir? Weiß ich nicht, wenn sich's lohnt. wenn ich wieder, Alter, da laufen die ganzen Sachen vorbei, die ich haben will. Obwohl, letztens habe ich ja schon mal ein paar Kisten aufgemacht. Und da habe ich ja eine Case-Hand rausgezogen, aber halt eben nur eine Standard-Case-Hand. Ne? Also, falls die sieht nicht schlecht aus. Ja. Wäre schön gewesen. Ist aber nicht. Habe ich dem Philipp wieder was zu erzählen? Also, Philipp wird sich immer freuen. Philipp ist immer bei den guten Sachen im Abwesen, da habe ich so den Eindruck, das müssen wir mal beibehalten. Komm, ich ruf dir mal an, dass der on kommt. So, jetzt haben wir noch ein paar Kisten. Ja, ich bin schon mega glücklich. Jetzt kann ich. Willst du mich verarschen? Willst du mich fucking verarschen? Nein. Alter. Tja. Was hast du bekommen? Eine Pharma-Sex-Hand habe ich bekommen. Ich sehe es auch gerade. Warte, ich erzähle so ganz easy peasy, weißt du, und dann rauscht da die nächste Blood and Water rein. Gut, ich habe natürlich schon eigentlich im Großen und Ganzen das gekriegt, was ich haben wollte. Das ist zwar kein FN, ja, FN habe ich irgendwie nie das Glück. Minimal ist so meine scheinbar bevorzugte Quality. Aber, oder Battlescared? Ja, ne, Battlescared zum Glück nicht ganz so oft. Und bei den Blue Skins ist das egal, das sind perfekte Trade-Up-Geschichten. So, wie viel haben wir denn noch? 3, 6, 12, 18, 19 Kisten haben wir noch. Also das heißt, wir können noch reinlacken, ja? Und ich hätte nichts dagegen. Ja, ich weiß gar nicht, war denn schon, ja genau, fliegt an allen coolen Sachen vorbei. War denn schon in den Kisten Fate-Messer vorhanden? Ich weiß das gar nicht, ob im Waffenkiste 2 schon Fate-Messer gab. Ich hätte mal gerne... Kannst du auch überall das gleiche Messer rausziehen, oder nicht?
Nee, du kannst bei den Chromas halt den Huntsman und... Den Huntsman zum Beispiel nicht. Dann das Flipknife. Huntsman den, und Butterfly. Breakout nicht, genau. Und bei denen hier kriegst du auch keine Doppler oder so. Doppler kriegst du nur bei den Chromas und solche. Ja, aber die Standard-Knife sind halt sogar schlecht. Ich hoffe ja, also wie gesagt, das wäre so eine Geschichte in die Richtung, da könnte ich mir wirklich was Tolles vorstellen. Immerhin ein bisschen, violette Items, das ist auch ganz okay. Speichere mir 10 Blue Items für den Trade up quasi. Das ist ganz okay, kann ich gut mitnehmen. Machen wir gleich erstmal noch einen Doppler auf. Ja, genau. Der Oberlacker Nico. Mit seinem Eis. So. Ich glaube, das lag einfach nur daran, dass wir so mega betrunken waren, dass ich so viel Lack hatte. Ja. Also leg los. Ich hau dir noch schnell ein paar kurze rein, oder? Ja, sicher. Ich nehme jetzt erstmal ein Bierchen rein. Du musst betrunken sein, genau. So, komm, hier noch was Cooles dementsprechend. Alter, ich zieh auch immer irgendwie die gleichen Items, habe ich so den Eindruck. Ja? Ich meine, es ist ja auch nur eine begrenzte Auswahl, ne? Ja, könnte ruhig. Ich weiß gar nicht, die Drop Rate hat Steam ja, doch jetzt USPS quasi erhöht für schlecht. Die Knives, ne? Oder? Was? Die Drop Rate für Knives hat doch Steam jetzt auch inzwischen erhöht, soweit ich das weiß. Also, es werden jetzt wesentlich häufiger. Ich glaube schon, weil der Preis von den Knives ist echt gesunken. Ne? Scheinbar ja, also 2 Knives in 2 Minuten. Hört's auch. Wobei, nee, da machst du zu viele Kisten für auf. Du musst genau 24 Kisten nächstes Mal aufmachen, Kai. Ja, ob das so was bringt. Ich habe ja jetzt das Wort, also 50 sind sowieso immer so die Grundregel, dass ich mal 50 Kisten aufmache. Ja, warum auch, ey? Warum soll ich auch diesen Skin da kriegen? Wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Alter, ich habe aber das bekommen, was ich wollte. Yes! Dann kann ich nämlich die ganzen anderen alle uptraden. Bin sowieso schon die ganze Zeit scharf drauf. Also ich finde, die Blood and Water ist eigentlich der einzige SSG-Skin, der einigermaßen vernünftig aussieht unter den SSG. Ich glaube, es gibt höchstens noch einen einzigen, der geht, glaube ich, was? Das war so ein weißer. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie der hieß. Ja. Habe ich mir auch überlegt mit Zorin. Jetzt hat Gabe mir genug Lack gegeben, jetzt ist Feierabend wahrscheinlich. Jetzt kommt gleich das Knife, Kai. Erstmal kann ich gucken, wie viele Case-Arten bei mir vorbei rauschen. Du musst gleich genau eine Chroma und eine von diesen schwarzen, die ich da aufgemacht habe, aufmachen. Dann kriegst du auch 2 Knives. Du meinst so als Bonus? Richtig. Von den schwarzen habe ich ja keinen, ich habe ja nur eine Bravo. Kauf dir schnell eine. War doch die Bravo, oder nicht? Ja, die Bravo ja, ist meine Bravo. Du musst mir auch alles schwarz. Eine Chroma kann ich dir auch geben. Du musst mir Chroma 2 geben, damit sie es läuft. Achso, nee. Hatte ich vorhin noch, habe ich verkauft. Ja, ja. Hab ich auch eigentlich verkauft. Der Drahtboy, der muss mir gleich erstmal noch die Chroma-Kiste River traden. So. Dieses K20, die kann ich nicht mehr sehen. So, die letzten 3 Kisten, jetzt wird's spannend. Rechts oder links? In der Mitte. Jungs, was sagt ihr, rechts oder links? Mitte. Mir rechts auf. War klar, das Mikro wieder so ein Blödsinn labert in der Mitte. Bei mir hat der Stream gerade genau gelackt, wo der Strich über der Case-Hardenend war und dann dachte ich, der wäre da stehen geblieben. Wäre super awesome gewesen. So, letzte Kiste. Einmal fest Daumen drücken und los geht's. Jetzt einfach mal auf OBS. Ich würde mich ja beömmeln, ne? So, jetzt gucken wir gerade mal ins Inventar. So, also wie wir sehen, haben wir hier so ein bisschen was reingelackt. Und zwar hier USPS Serum Fabrik neu. Das ist so ein netter Skin, den man mal angucken kann. Das sieht am Ende aus. Ist jetzt nicht unbedingt ein Skin, den ich mega cool finde, muss ich sagen.
Ja, ich finde dann die Orion hier unten wesentlich besser. Also natürlich einiges an Items. Hier haben wir nochmal FN und Minimal. Und natürlich mein mega awesome Skin, den ich unbedingt haben wollte, die SSG 08 Star Trek Blood and Water. Genau so was wollte ich haben. FN wäre natürlich top gewesen, aber ich bin natürlich schon mit Minimal zufrieden, sind wir ganz ehrlich. Schon eine coole Sache. Jetzt können wir nochmal bei den Kisten gucken. Ja, komm, hier. Orben, sondern. So. Wollen wir nochmal hier Chroma aufmachen? Ich mach nochmal 5 Chromas ja. auf. 5 Chromas machen wir nochmal auf. Noch eine Serum gezogen. Ja. Und du kriegst keine ab. Keine. Gehalt sich. So, jetzt machen wir noch 5 Chroma auf. Als Bonus. Eigentlich wollte ich die sparen fürs nächste große Case Opening. Dann müsst ihr mir einfach mehr spenden, damit ich das wieder reinkriege. Und jetzt, dabei hoffe ich natürlich ganz klar, dass da so eine Galila Shatterbox bei rumkommt. Das ist ein Skin, den ich ganz gut finde, wo ich den einfach ersetzen will durch den Galil-Skin, den ich jetzt habe. Oder natürlich ein schönes Mal. Ja, aber ihr wisst, ich gehe da eigentlich nie von aus, dass ich einen Knife kriege. Deshalb bin immer. Aber Shatterbox, das wäre echt nice. Ja, du musst sagen, warte mal, wie war das nochmal mit der Fire Serpent? Jetzt kriegst du die Fire Serpent, die ist mehr wert als ein Messer. Dann kommt das Messer. Ja, aber hier gibt es keine Fire Serpent zu gewinnen. jetzt kommt die Malachit Star Trek FN. Und das ist ein mega, mega Skin, mega Item. Pass mal auf, mega Item jetzt, weil der Captain hat gesagt, dass ich jetzt ein mega Item ziehe und dann ist die Glocke 8 und gerade kommt's. Tja. So, die letzten 3 Keys als Bonus. Zwei Keys haben wir noch. Also Nico, rechts oder links? Links. Hättest du in Mitte sagen können, ich hätte extra noch eine Kiste für Mitte übrig gehabt. Ja, bei Chroma muss ich sagen, hat nur nichts wirklich Gutes gezogen. Das ist ja auch mein letzter Key, der Bonus-Key. Wir nehmen die zweite Kiste, klicken da jetzt drauf. Und es ist eine MP9 Deadly Poison, der Abschluss. Ja Leute, das war's auch schon mit dem Case-Opening mit Captain Cell und der tollkühnen Crew, die jetzt auch wieder dabei gewesen ist. Und ich bedanke mich, wie gesagt, an alle euch, die mich kräftig unterstützt haben, die auch fleißig Comments unten drunter schreiben, die meine Videos positiv zum Beispiel sogar bewerten oder auch konstruktive Kritik haben an meinem Channel, das begrüße ich immer. Und schön, dass ihr dabei seid und auch so Freude dran habt und einfach hier nochmal kurz, gucken wir nochmal, was ich hier erworben habe, einfach das, was ich wirklich haben wollte. Dann steigen wir quasi aus. Der SSG 08 Star Trek Blood and Water. Ich bin mega glücklich über das Case Opening. Es ist genau das rausgekommen, was ich unbedingt haben wollte. Bis auf vielleicht die Case-Hand nicht. Aber egal. Das war mein primäres Ziel. Habe ich bekommen. Bin sehr glücklich. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Euer Captain Cell. Ciao.